Freitag war bei der BSV Kloppenburg das Heimdebüt vom neuen Trainerduo Olaf Blanke und Thorsten Dünger. Gegner der BVC war Tabellenführer VfL Oldenburg. Das neue Trainerduo hatte sich vorgenommen, der BVC so schnell als möglich aus der Gefahrenzone zu lotsen. Dann der Beginn beim Temperaturkurs über 0 Grad und ein Spielplatz, der bespielbar war, aber schlecht. Die Anfangsphase war für den Tabellenführer. So eine echte Chance konnte man sich nicht rausspielen. Dafür der BVC. Benny Bungo. Hätte er vorgeben müssen. BVC wurde stärker und zeigte Einsatz. Benny Bungo zurückgepfiffen, abseits. Freistoß, VfL Oldenburg. Mit Leib und Seele verteidigt. Was die Oldenburger auch versuchten, die Abwehr von der BV Kloppenburg stand gut. Noch eine kurze Phase, wo es leicht brenzlig wurde vom BVC-Tor. Doch wie gesagt, die Abwehr stand gut. Dann Freistoß BV Kloppenburg. Und das wurde fast eine gute Chance. Es wurde bei der BV Kloppenburg nicht nur gekämpft, aber auch in der ersten Halbzeit mit Zeit und Weile gut gespielt. Doch diesem Spiel kostet vor allem auf diesem schweren Platz sehr viel Kraft. Dann Freistoß VfL Oldenburg. Doch der BVC nimmt über, schnelle Umschaltung. Benny Bungo spielt auf Derek Ampofo. Das macht er gut und klasse abgemacht. Der BV Kloppenburg führt 1:0. Es waren nicht viele Zuschauer anwesend, aber die ließen sich hören. Und der BVC machte weiter. Grobes Foulspiel, aber Vorteil. Tom Schmidt. Schwacher Pass. Er holt sich den Ball zurück. Er kämpft sehr gut. Abgepfiffen. Neues Foul. Und der Schiedsrichter geht noch zum Sünder des großen Fouls vorher und gibt ihm zurecht Gelb. Der Sünder war übrigens mit Nummer 21, Schmidt. Der BVC spielte wirklich guten Fußball, guten Oberliga-Fußball. Kompakt und mit schneller Gegenzüge. Ein guter Schuss, ein guter Torwartrettung. Was bleibt, ist ein Ecke. André Gottfried. Und es wurde wieder gefährlich. Knapp am Tor vorbei. Die Oldenburger waren nur noch selten fürs BVC-Tor zu sehen, aber war zu unentschlossen. Doch einmal wurden sie noch sehr gefährlich. Daniel Isailovic konnte so durch den Abwehrspazieren vorgeben und da wurde auf die zweite Linie geschossen. Unterkante Latte und die Frage blieb, war der Ball ins Tor gewesen oder nicht. Aber der Schiedsrichter gibt ihm nicht. Es bleibt bei 1:0 für BV Kloppenburg. Und dann ist Halbzeit. 1:0. Gutes Spiel in der ersten Halbzeit der BV Kloppenburg. Die zweite Halbzeit. Die Frage war, konnte der BVC so weitermachen wie in der ersten Halbzeit? Denn die Mannschaft vom Trainerduo Blanke Bünger hat in der ersten Halbzeit viel Kräfte verbraucht.
Freistoß Jonas Siegel. Gut aufgepasst, Dietrich Bang, mein Tor und eine kleine Unsportlichkeit. Doch so schlimm war es nicht. Dietrich Bangmar konnte weitermachen. Dann erneut Freistoß. Sie drängten auf den Ausgleich. Und auch dieser Freistoß der Oldenburger brachte nichts. Dann eine schnelle Umschaltung bei Oldenburg. Es wurde gefährlich. Dietrich Bangmar aus dem Tor. Warum? Aber gut verteidigt von Plaggenburg. Die Damenmannschaft der BVC auf der Tribüne war begeistert. Jonas Siegert, gut verteidigt Benny Bungo. Und ein Konter der Kloppenburger. Barbart kommt zu Alexander Dreher, nimmt ihn nicht gut an, doch bleibt im Ballbesitz. Und er macht das gut, bringt den Ball vor. 2:0 BV Kloppenburg. Torschütze war Tom Schmidt. Und die Damen der BVC. Zweites 0 gegen den Tabellenführer Oldenburg. Wer hat das vor dem Spiel gedacht? Dann kommt Christian Willen zurück. Nach einer langen Verletzungspause. Und hier war wirklich nichts los. Doch Trainer Mario Fossi, der frustrierte Eindruck machte, machte viel Wirbel um nichts. Der BVC musste langsam mehr und mehr zurück. Die Kräfte verschwanden. Dann in 16 Meter ein Spieler der VfL fällt und Trainer Dario Fossi schreit. Der Schiedsrichter gibt einen Elfmeter. Narciso Lubacca führt aus. Unhaltbar von Dietrich Bangmar, nur noch 2:1. Und der Linienrichter fragt nach Fossi, um ruhig zu bleiben. Es waren noch 2 Minuten plus Nachspielzeit zu spielen. Die bessere Verteidigung ist der Angriff, denkt Benny Bungo. Vorlage, leider bringt Tom Schmidt den Ball nicht unter Kontrolle. Dann wieder Oldenburg. Doch, dann ist das Spiel vorbei. Der BV Kloppenburg siegt verdient mit 2:1. Erste Halbzeit sehr gut gespielt, zweite Halbzeit etwas weniger. Doch, es war eine gute Teamleistung. Wir sehen jetzt noch die Pressekonferenz. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Niederländer. Guten Abend, liebe Gäste hier im VIP-Raum. Wir müssen leider heute Abend mal ohne Mikrofon auskommen. Wir begrüßen unseren Trainer vom VfL Oldenburg, Dario Fossi. Herzlich willkommen. Leider hat es nicht zum Sieg gereicht für den Spitzenreiter. Ich bin ja noch nicht fertig, ne? Wir möchten natürlich auch unseren neuen Trainer, er musste sich gerade hier einen Platz suchen, er kennt sich hier beim BVC nicht so aus. Also Hotte Blanke. Herzlich willkommen, Hotte Blanke, und ich glaube, er hat einen riesen Applaus verdient. Aber nicht nur der Hotte, sondern auch Thorsten Bünger, die ganze Mannschaft, glaube ich, hat heute gut gekämpft, aber da könnt ihr gleich mehr zu sagen. Ich bitte den Gästetrainer Dario Voss ein paar Worte zum Spiel. Erstmal Glückwunsch an den BVC für die 3 Punkte. Ich denke mal, der Plan vom BVC ist aufgegangen, unserer halt nicht. Ich habe meiner Mannschaft gesagt, dass ich alles, was ich denen beigebracht habe, heute lieber vergessen sollen, weil auf so einem Fußballplatz kann man einfach nicht Fußball spielen. Ich bin Trainer, ich möchte eine Mannschaft Fußballspiel beibringen und ich möchte eine Struktur sehen. Und auf so einem Platz kann man einfach kein Fußball spielen. Trotzdem heißt es nicht, dass man dann dieses Spiel verliert. Da muss man halt andere Tugenden
aufzeigen und die haben wir heute nicht. Wir haben, ich glaube, 80 Minuten versucht, irgendwie den Ball irgendwie nach vorne zu tragen im Kurzpassspiel, was ich heute nicht verstanden habe. Ich habe meinem Team das gesagt. Wie gesagt, vergesst, was wir im Training einstudiert haben. Heute müsst ihr auch mal anders Fußball spielen. Ihr müsst viele lange Bälle schlagen. Ihr müsst eher auf den zweiten Ball gehen. Das, was Kloppenburg heute mit Sicherheit sehr oft anbieten wird. Und das war es dann so. Und ja, und dann läufst du eigentlich in der guten Phase hinterher, beziehungsweise spielst die ersten 10, 15 Minuten ganz gut und dann kommt Kloppenburg wirklich gut ins Spiel, hat sich mit uns und mit dem Platz gut arrangiert und hat dann auch zu Recht das Tor geschossen. Wenn wir da vielleicht noch ein bisschen unkonzentrierter sind, kann es sein, dass wir sogar noch ein zweites bekommen, kommen aber dann kurz vor der Pause, 5 Minuten vor der Pause, kommen wir wieder gut ins Spiel, schießen den Ball an die Latte, der Ball geht nicht rein, wir sind aber ein bisschen am Drücker. Zweite Halbzeit gefällt es mir zwar, aber es ist einfach so, dass wir wollten heute wie ein Spitzenreiter Fußball spielen und das war heute nicht Not. Wir hätten heute spielen können wie ein Absteiger, weil das hätte uns eher was gebracht, den Ball nach vorne zu hauen und wie man ja gesehen hat, kurz vor Schluss hauen wir mal die Murmel einfach nach vorne und beten zu Gott, dass irgendeiner uns umfällt oder dass wir den vielleicht reinmachen, dann haben wir Glück, kriegen Elfmeter, machen den dann rein. Aber im Endeffekt haben wir das heute nicht verdient gehabt. Und ja, deshalb sind die drei Punkte in Kloppenburg und wir werden gegen Opusen gucken, dass wir euch ein weiteres Geschenk machen und dann gucken wir aber weiter. Das wäre gut. Kannst du hier beliebt machen in Kloppenburg? Ich glaub nicht mehr. Wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekommen ist. So, Olaf, dein erstes Interview hier heute. Neuer Trainer beim BVC. Wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre. Und flüchtig. bitte. Ja, erstmal Gruß an alle Leute, dass ihr hier wart. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel auf die Tribüne geguckt oder so, weil ich war recht fokussiert aufs Spiel. Trotzdem muss ich sagen, dass wir uns natürlich intensiv auf den Gegner vorbereitet haben. Wir wussten, dass VfL eine sehr starke Truppe hat. Natürlich, und das haben wir auch im Vorfeld gesagt, spielt uns das eventuell ein bisschen in die Karten, dass der Platz in dem Zustand ist, wie er ist, ja, weil logischerweise VfL da die spielerischen Fähigkeiten nicht so anbringen kann. Trotzdem, wir haben ab spätestens Anfang der Woche gepredigt, wie es heute hier abgehen muss und ich denke, die Jungs haben es ja, zu 80-90% auch sehr gut gemacht. Es gibt ja keine perfekten Spiele, von daher gibt es auch immer was zu meckern, aber das ist auch gut so. Trotzdem müssen wir ganz ehrlich sein und sagen, dass uns diese drei Punkte natürlich richtig nach vorne bringen, richtig weit bringen erstmal und vor allem für den Kopf was bringen. Ja, weil die Jungs, das merkte man den schon an in den ersten Wochen, was für eine, ja, in Anführungsstrichen schlechte Stimmung hier war. Und wir mussten erstmal in Anführungsstrichen die Köpfe freikriegen, dass sich wieder auf Fußball konzentriert wurde. Das haben wir, glaube ich, jetzt geschafft. Und dementsprechend ist der Sieg dann heute wirklich absolut über dem Kopf entschieden worden, ist meine Meinung. Natürlich haben wir einen Plan gehabt, darüber hat er das ja vorher schon auch in der Presse gesagt, wie wir spielen werden. Habe ich natürlich heute auch kurz überlegt, ja, hat er ja recht, scheiße. Aber das war nicht das Problem, weil wir genau wussten, wir müssen diesen Ticken mehr laufen, wir müssen diesen Ticken mehr kämpfen und wir müssen auch unsere Chancen warten. Es werden heute nicht so viele werden und wir müssen die dann einfach nutzen. Ich bin derselben Meinung, natürlich war ein bisschen schwer ins Spiel reinzukommen. Dann durch eine sehr gut rausgespielte Aktion natürlich durch Derek das Tor gemacht, eiskalt weggemacht, sehr gut, dafür haben wir ihn geholt. Und dann Glück gehabt, wie gesagt, durch den Lattenschuss, der kann natürlich auch drin sein, dann weiß man nie, wie so ein Spiel läuft. Ne, kann das kippen, da weiß man nie, wie bei uns die Köpfe funktionieren. Aber im Endeffekt war ich für meine Verhältnisse heute echt recht ruhig noch. Weil ich irgendwie nicht das Gefühl hatte. Also wir, heißt irgendwie, nicht Dario. Ich hatte wirklich ein gutes Gefühl von Anfang an, weil ich gemerkt habe, dass die Jungs funktionieren, was die wollten. Und dementsprechend war ich verhältnismäßig ruhig. Zweite Halbzeit, dass wir unter Druck kommen, ist gar keine Frage. Das war auch klar.
Trotzdem muss man ja ehrlich sein, dass VfL sich nicht viele Chancen rausgespielt hat, sodass es wirklich dann durch den Elfmeter natürlich noch einmal eng wird. Da kann, egal wie im Fußball, immer noch was passieren. Das kann gefährlich sein. Haben uns ein bisschen dämlich angestellt. Aber ja, was soll ich groß erzählen? Wenn man 2-1 gewinnt, ist man natürlich hochzufrieden und darf dann auch das Wochenende erstmal genießen. Dankeschön. Da sind noch Fragen seitens der Presse? Nö, alles gesagt worden. Dann wünschen wir dem VfL Oldenburg, und das meine ich wirklich ehrlich, Dario, auch wenn du glaubst, dass du hier nicht so beliebt bist. Wir alles gut. Drücken die Daumen, dass ihr Meister werdet, vielleicht sogar aufsteigt. Guten Heimweg. Vielen Dank. Das ist ja nicht so weit. Und nächste Woche haut die weg, die Opusen. Okay, und den Gästen hier noch einen schönen Abend. Heute können wir mal ein Bier trinken wieder.